So, ich bin jetzt hier auf dem Deutschlandpokal in Leipzig und habe hier ein neues Auto gesehen und das stellt uns der Lennart mal vor. Moin! Also ein ganz neues Auto ist es nicht. Das ist ein Verben SRX8 GT, WC eigentlich. Was wir hier gemacht haben, wir haben es nur modifiziert, wir haben ein Top-Deck entwickelt. Wie man jetzt hier vielleicht sehen kann, es ist ein durchgehendes Top-Deck, dadurch haben wir insgesamt mehr Flex. Wir haben hier viel mit den Abständen und den Löchern gespielt, weil das zum Anfang alles noch nicht so funktioniert hat, wie wir uns vorgestellt haben. Jetzt ist der Flex aber ganz gut und allein durch dieses Topdeck haben wir eigentlich mehr Lenkung bei gleicher Traktion. Mhm. So, aber was wir halt hauptsächlich im Auge hatten, war unsere Hinterachse. Im Grunde haben wir hier bei unserem mehr oder weniger Prototypen, aber auch für andere Leute ist das relativ leicht baubar, die Hinterachse von vorne, also die Vorderachse, nach hinten gebaut. Und dadurch haben wir, wie man das aus dem Tourenwagenbereich kennt, denke ich mal, eine aktive Hinterachse, die halt beim Rausbeschleunigen und beim Einfedern hinten Spur zunimmt und beim Ausfedern logischerweise Spur abnimmt. Mhm. Und dadurch haben wir unglaublich viel Lenkung, gerade in engen Kurven und auf Gas richtig viel Traktion. Und das Ganze funktioniert richtig, richtig gut. Wir können dieses Auto mit viel, viel weniger Druck fahren. Wir müssen das nicht mehr so in die Kurven pressen. Man kann das eher wie so ein Tourenwagen durch die Kurven schneiden lassen. Und ja, das hat auch zur Folge, dass wir einen super geringen Reifenverschleiß haben. Ich weiß nicht, ob wir das hier mal zeigen können. Ja. Die Reifen sind jetzt hier in Leipzig 4 Akkus gefahren. Ja, vorne, hinten, Q5, Q3. Und das sieht eigentlich richtig gut aus. Also wir fahren auch viel weniger Lenkwinkel, weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Und gut, ja, das Auto fährt einfach und einfach schnell. Und das, ja, sind wir echt stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben. Und ich kann nur sagen, das fährt echt klasse. Und ansonsten, ihr habt jetzt hinten auch, habe ich gesehen, auf der Hinterachse hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ja, genau. Warum? Je mehr, also was passiert, wenn ich die Lenkstange jetzt länger mache? Wir können das so setzen, dass es neutral wird, dass das Auto einfach überhaupt keine Spur zunimmt und sich so, sage ich mal, so fährt wie das Original. Die Einstellmöglichkeiten haben wir halt gelassen. Das ist dann hat die Spurstange die gleiche Länge wie die Sturzstrebe und dadurch haben wir halt auch keine Spurverstellung in der Kurve. Also es fährt dann ja wie das Original. Also quasi die Position ist das mit der größten Vorspuränderung und hier wäre kleiner oder fast null in der Hinsicht. Und also, ihr habt jetzt die Vorderachse, hier zeige ich mal die Vorderachse, ihr habt das quasi einfach nach hinten gebaut, habt aber den unteren Querlenker gelassen und habt das quasi jetzt nur mit Scheiben ausgeglichen. Genau. Also ich sehe jetzt hier, ihr habt hier vorne Scheiben drin und hinten, ja gut, im Kugelkopf, aber sollte man auch Scheiben wahrscheinlich machen. Ja, das habt ihr gemacht. Das hatte ich gerade noch in der Kiste. Ja, okay. Fährt man vom Setup anders? Also musst du jetzt hinten am Dämpfer was ändern? Oder, das ist das Lustigste. Nein, wir fahren eigentlich kaum anders vom Setup. Was aber ein riesen Vorteil ist, ich muss kaum noch Setup machen. Ich habe in Munster das gleiche gefahren wie in Hildesheim und hier habe ich nichts am Setup gemacht und es fährt. Also letztlich zur originalen Hinterachse quasi viel einfacher fahren. Ja. Es ist ruhiger. Es ist nicht unbedingt ruhiger. Also ich fahre das Auto immer relativ giftig, aber man kann es auch noch ruhiger einstellen. Ja. Der Bereich ist halt relativ groß. Ja. Ich mag es halt mit relativ viel Lenkung. Ich finde auch so ein bisschen fehlt das den Autos. So, das Topdeck hier, hat er ja schon gesagt, ne, ist für die kurze Variante. Es gibt aber auch für den Langradschen. Genau, für den Langen haben wir das auch. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten nicht schnell ein langes Auto zur Verfügung, dass wir es mal testen können. Ja. So, dann haben wir eins geliehen bekommen und konnten dann endlich ein paar verschiedene Varianten testen. So. Und ja, gerade beim Langen, der Probleme in Ecken, also Spitzkehren hat,
wirkt das echt gut. Jetzt sehe ich hier die Elektro-Variante. Ja. Für Nitro ist, haben wir nichts. Also okay, nix ist noch nichts. Ja, okay. Nitro hat natürlich eine ganz andere Topdeck-Aufhängung. Du hast die Bremse noch beim Nitro. Ja. Dementsprechend musst du es natürlich anders konstruieren. Ja. Okay. Wir haben das mal mit dem Original-Topdeck versucht. Mhm. Das fährt komischerweise, also was heißt komischerweise, das fährt nicht so gut. Mhm. Also war es schon die bessere Wahl zu sagen, wir machen ein einteiliges Topdeck und nicht lassen das zweiteilige und bauen einfach hinten. Tatsächlich war das so, dass wir zuerst mit der aktiven Hinterachse angefangen haben, einfach nur mit so einem Querträger. Ja. War nicht schlecht, aber der richtige, also für uns der richtige Erfolg kam erst mit dem Topdeck zusammen. Mhm. Rollen und
Nummer 2, Platz 3 und Merkur. Danke, bis gleich. Ja, ganz gut. Ja. Danke, Müller, danke, Müller. Nummer 4, danke für. Jetzt gibt es da nochmal Gas. Der erste hat nur rollen lassen.